Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge S19 PS4 hier auf der Vorpommern Rügen. Ja, in der zweiten Folge heute müssen wir mal schauen, ob wir hier mal den einen Baum wegkriegen. Da haben wir natürlich hier einen Baum pro Folge schaffen. Dann weiß ich wirklich gesagt nicht, wenn wir jemals das Grasfeld fertig kriegen hier. Ich hoffe mal, dass wir den jetzt hier irgendwie dran kriegen und nur auf den LKW legen können. Dann müssen wir zwingend nach unseren Helfern gucken. Die werden sicherlich schon beide wieder stehen. Einmal unser Drescher und einmal unser Rübenernter. Der eine steht fest, so kriegt man den nicht hoch. Wenn der nicht vernünftig drauf liegt, dann kommen wir auch nicht aufs Sägewerk. Aber ich muss ehrlich sagen, ich wüsste auch nicht, wo ich den jetzt hier anpacken soll. Selbst wenn ich jetzt hier reinfahre und das zumache, den nie und nimmer auf den LKW, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob wir nochmal probieren mit der Fräse, ob wir das weggefräst kriegen. Er ist voll, der Drescher ist auch voll. Da wollte ich auch noch hin. Wenn wir natürlich noch mehr solche Holzscheiben produzieren wie hier mit der Fräse, warum kann ich die nicht aufheben? Selbst das ist zu schwer, kann doch nicht sein. Wir machen hier nur Kleinholz draus, das wird nur schlimmer.
Das bringt nichts. Wir müssen uns was anderes einfallen lassen. Wir müssen erstmal unsere Helfer abtanken. Leer machen, dann müssten wir ja die Hälfte abgegeben haben mit der Fuhre dann. Natürlich auch gleich wieder weg, damit unser LKW wieder leer ist. Dann machen wir dahinter leer ins Feld hin. Na, das hätte jetzt noch gefehlt. Den LKW hier sanft auf die Seite legen. So, 49% von Feld 15, das war mal ein bisschen eine ordentliche Meldung, die da oben steht. Also die Hälfte haben wir theoretisch fast abgegeben. Ich denke mal, das 1% wird nicht eine ganze LKW-Ladung voll sein. Wir werden den hier jetzt ein bisschen was rausklauen, damit wir dann auf 100% vom LKW kommen, wenn der hier steht, der andere das nächste Mal. Tausende reicht mit 7-8 werden sie dann schon. So, mal gucken, ob wir jetzt hier was per Hand einladen können oder ob das alles zu schwer ist. Das ist zu schwer. Ein Stück können wir zum Glück tragen. Naja klar, es steckt nicht nur Zange drin, die Zange greift das eben einfach nicht. Hängt natürlich drüben wieder nicht in der Zange. Biegen wir nie und nimmer auf den LKW hoch. Nein.
Genau, der LKW, den müssen wir auch mal fortschaffen hier, und das wird sonst nichts. Können wir gar nicht so weit raus mit der Kamera. Mal hier so Innenansicht fahren. Vielleicht müssen wir uns noch eine andere Zufahrt im Sägewerk gucken, ob wir da besser hinkommen. Weil momentan sehe ich das als einzige Möglichkeit, dass wir den Baum hinten drauflegen, im Ganzen. Nicht so zu fräsen, zu einem Blödsinn, was wir eben gemacht haben mit den einen. Und dann einfach hier lang fahren. Wir fahren natürlich nicht auf der Straße vorne rum. Nicht, dass ich das Ding noch umschmeiße hier. Wir fahren hier über den Rasen und das Feld. Und dann hier nach Feld 9 links runter zu fahren. Dann ist ja dort das Sägewerk. Jetzt müssen wir uns überlegen, wo wir lang fahren. Weiß nicht, ob man gleich hier durchfahren könnte. Hier durch und rum, dann müssten wir eigentlich nirgends hängen bleiben. Denn hier hinten durch. Ne, hier kommen wir nicht lang. Das geht nicht. Also die einzige Chance wäre, so wie wir das letzte Mal gefahren sind. Das einzige, wo wir hier hängen bleiben werden, wäre der Hubwagen wahrscheinlich. Ein Helfer ist schon wieder voll. Sehr viel Platz ist hier auch nicht. So, jetzt stecken wir nämlich fest. Anometer. Komm, 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 rund. Bin natürlich nicht im Trigger drin, ist ja klar. Wir hängen natürlich mit dem Baum vollkommen klar an der Laterne fest. Das kann nicht sein. Noch ein Meter. Oder reicht es schon? Zum Glück hat es schon gereicht. Also die Einfahrt nehmen wir beim nächsten Mal auch nicht wieder. Das ist wahrscheinlich doch wirklich am besten, hier reinzufahren. Obwohl das eben auch sehr eng aussieht, aber wahrscheinlich immer noch am besten geht. Dann kommt hier noch dazu, die Bäume sind ja relativ groß. Leicht vom Weg abgekommen. Achso, der nächste hat einen 80% vollen Korntank. Das könnte unser Drescher sein. Und der andere war schon voll, würde ich sagen, oder? Nicht, dass wir hier mit unseren Bäumen rumspielen. Das Wichtigste, unsere Drescher stehen voll auf dem Zelt rum.
das ist ein großer Baum, das ist ein großer Baum. Die weiß ich nicht, ob wir die fräsen können. Der ist groß in 3. Na gut, wenn es nur 3 große sind, dann kriegen wir das auch hin. Wir werden jetzt probieren, den hier mal zu fräsen. Aber vorher kümmern wir uns hier um unsere Helfer, dass wir die abtanken. So, nochmal 14.500 Raps rein, ist der Hänger natürlich auch schon wieder voll. Das sieht gut aus, dann der zweite volle Hänger mit Raps. Preistechnisch sind wir immer noch so, dass wir verkaufen können. Er ist auf 1.692 gestiegen. Damit wir ja überhaupt noch ein Erfolgserlebnis haben, denke ich mal, werden wir erstmal hier vorher Raps verkaufen. Poweröl war ja unten nach Feld 10. Genau. 43.560 sind drin. Da holen wir uns ja noch den letzten Schluck aus unserem eigenen Lager. Müsste ja so eine Fuhre 70.000 geben, wenn ich mich jetzt nicht grob verrechnet habe. Also wenn ich jetzt richtig geguckt habe, fahren wir hier unseren eigens angelegten Feldweg. Ui, das sah draus, als kommt dort Unkraut. Dann gibt es die nächste Sache zu tun. So, aber dann geradeaus runter und unten muss es dann irgendwo rechts rumgehen. Da vorne das Silo, das müsste sein, wo wir hin müssen. Ich glaube, wir müssen uns hier nochmal ums Eck.
76.175. Der Kontostand sieht schon mal ganz gut aus. Haben wir heute wenigstens noch Erfolgserlebnis zum Sonntag. Und das soll es auch für diese Folge gewesen sein. Geht dann am Montag weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Noch schönes Festwochenende oder schönen Sonntag noch. Bis dahin und tschüss.